Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael. Hallo. Hallihallo. Weiter geht's mit unserer Interviewreihe von der German Comic Con in Dortmund. Und jetzt was ganz etwas Neues. Es geht jetzt mal auf Deutsch weiter. Ja, genau, denn wir haben zwei Synchronsprecherinnen getroffen. Zwei deutsche Synchronsprecherinnen, die eigentlich vielen von den Stimmen bekannt sein sollten. Und zwar Ilona Bruchowski und Jill Böttcher. Wen sprechen die? Die Gilmore Girls, da ist auch Barbie dazwischen und noch viele andere. Die eine hat, glaube ich, ich vergesse es immer ehrlich gesagt wieder, hat in Conan eingespielt, in dieser Anime-Serie Conan Detective. Und wer spricht Alexis Bledel? Das ist die Ilona Bruchowski. Ah ja, und die zwei hast du also mit unserem Forever Nerd Girl Anja interviewt. Und da bin ich mal gespannt, was dabei rausgekommen ist. Und da hören wir doch am besten mal rein. Herzlich willkommen zurück hier im Livestream auf der Comic-Con in Dortmund mit Nerdizismus. Und wir haben hier zwei besondere Gäste, und zwar zwei Damen aus dem Bereich Synchron. Und ja, das ist der Michael, der hat sich euch auch eben schon vorgestellt. Ich mache kein Synchron. Kann er noch kommen? Ja. Stellt euch doch mal eben kurz vor, wer ihr seid und was ihr macht. Ich bin Jill Böttcher, ich mache Synchron seit 27 Jahren. Hab unter anderem Ashley Benson bei Pretty Little Liars gesprochen und Kate Morgana in Gilmore Girls, Lane Kim. Und bin auch die Daphne bei Scooby-Doo oder auch von Wings Club Bloom oder auch Sonoko von Detective Conan. So, jetzt du. Hi, ich bin Ilona Otto, bzw. Bruchowski. Spreche jetzt auch schon seit 26 Jahren synchron und habe unter anderem Rory bei den Gilmore Girls synchronisiert und Barbie war ich eine Zeit lang. Außerdem Melissa Hastings bei den Pretty Little Liars und ja, mache das sehr gern. Also kennt ihr euch ja auch schon von der Arbeit sozusagen. Da haben wir uns kennengelernt. Pretty Little Liars. Ja. Nein, bei Gilmore Girls. Stimmt. Die waren jetzt erst da. Ja, wir sind ja hier auf einer Comic-Con mit ganz vielen Nerds und deshalb müssen wir alle hier einfach nochmal fragen, wie schätzt ihr denn euren Nerd-Faktor ein, wenn man eine Skala von 1 bis 10 hat, wobei 10 das höchste ist? Definiere Nerd. Ja. Das kannst du jetzt in der Tat definieren. Für dich selber definieren. Ja. Also ich glaube, jeder ist auf irgendeine Weise nerdig, auf einem anderen Gebiet. Also ich kenne mich halt so einigermaßen gut mit Synchronisation aus und da halte ich mich so für eine 8. auf der Nerd-Skala. Was jetzt so tatsächlich Comics und so angeht, bin ich nicht so nerdig. Da gibt es immer so zwei, drei Produktionen, die ich kenne, weil ich vielleicht mit drin war. Oder weil meine Kinder die geguckt haben. Aber da bin ich tatsächlich eher so 2, 3. Ja, das ist bei mir tatsächlich ähnlich. Also so Games angeht, kenne ich mich noch ein bisschen aus. Und auch noch so bei ein paar Animationsserien, aber dann war es das auch schon. Auch so in dem, was wir beruflich machen, kennen wir uns ganz gut aus. Aber alles drumherum sind wir, glaube ich, nicht so super nerd. Wir hatten vor einiger Zeit mal bei uns im Podcast den Hans-Georg Pantschak. Der hat ein bisschen aus seiner Nähkiste erzählt. Und das Synchronsprecherleben ist ja nicht gerade einfach, oder? Also man muss schon gut reinhauen, damit man seine Brötchen verdient, oder? Ja, darf ich kurz einwerfen? Hier haben wir eine kleine Nachricht. Die sagt, Synchronsprecher sind die coolsten. Ey, das ist aber nett. Abgesehen davon. Ich meine, wir in Deutschland sind ja Synchronland. Vor allen Dingen müsste eure Stimme eigentlich jedem bekannt sein. Aber bringt euch das denn auch finanziell weiter? Man kann davon leben. Man kann davon leben, ja. Es kommt natürlich immer darauf an, was man hat, welche Rollen, was für Projekte. Wenn man Fuß gefasst hat, dann kann man davon leben, definitiv. Und ich finde es nach wie vor einen der schönsten Jobs der Welt, weil
Wir gehen ins Synchronatelier, können spielen, können lachen, können weinen, haben Liebesszenen, trauern und gehen abends raus. Und im besten Fall haben wir damit ein geiles Produkt gemacht, aber haben halt nichts weiter damit zu tun. Also, ja. Wenn man damit anfangen möchte, wie kommt man denn da ran? Also gibt es da bestimmte Casting-Agenturen oder wie fängt man an, wenn man jetzt sagen will, oh, ich habe doch eine tolle Stimme, ich könnte mal Synchronsprecher werden? Also ganz so einfach ist es tatsächlich nicht. Viele denken das, also ich habe auch schon von vielen gehört, ey, alle sagen, ich kann gut vorlesen, ich möchte jetzt auch mal Synchronsprecher werden. Also es ist tatsächlich nicht so einfach, wie man sich das irgendwie vorstellt. Viele haben als Kind angefangen, ich zum Beispiel auch, habe als kleines Kind angefangen und bin dann halt dabei geblieben. Mittlerweile kommen auch viele so von Schauspielschulen dazu. Aber muss schon so ein gewisses Grundwissen oder Können brauchst du schon. Also sonst kannst du, ist halt viel zu tun, dadurch haben auch viele die Chance einfach zu sagen, hey, ich habe Interesse, ich würde es gerne mal probieren. Und haben so jetzt mittlerweile häufig auch mal Glück, dass sie irgendwie ein Angebot bekommen. Und es gibt auch mittlerweile auch so Sprecheragenturen, die einen dann vermitteln, aber man muss schon eigentlich so ein gewisses eine Grundausbildung oder es echt schon lange machen, damit man da richtig Fuß fassen kann. Ja, ich meine, gerade dadurch, dass jetzt zum Beispiel durch Netflix und Amazon Prime und die ganzen anderen Streamingdienste die Serien halt boomen, ist natürlich auch wahrscheinlich ein großer Bedarf da, weil die wollen ja nicht, dass sich jetzt jede Rolle irgendwie total gleich anhört. Ja. Ne? Hat sich denn in eurem Gefühl da viel geändert durch sowas wie Amazon und Netflix? Ich finde, die Geschwindigkeit ist schneller geworden. Mhm. Also früher war es halt so, als wir Gilmore Girls gemacht haben, hatten wir 2 Wochen Zeit für so 4 bis 5 Folgen. Das heißt, ich war natürlich nicht jeden Tag da, aber in diesen 2 Wochen war ich dann halt ein paar Mal im Atelier, dann wurden diese 4, 5 Folgen aufgenommen. Danach werden die geschnitten, gemischt und irgendwann werden die gesendet und dann, weiß ich nicht, so einen Monat später oder so, also normalerweise wurde es dann auch erstmal gesammelt, einen Monat später kam dann der nächste Block mit den nächsten 4, 5 Folgen und als dann die ganze Staffel komplett war, wurde es dann halt irgendwann gesendet. Und inzwischen ist es ja so, ganz oft bei Netflix oder so, dass wirklich jede Woche eine Folge kommt und es dann auch immer zack, zack, zack fertig gemacht werden muss. Was gerade, wenn jetzt so Menschen werden krank, auch Sprecher, oder werden Eltern, dann ist es natürlich schwierig, weil man dann einfach nicht so verfügbar sein kann teilweise. Und es hat sich verändert. Ja. Habt ihr denn beide so eure, ich meine, also wenn wir jetzt mit Hans-Georg Panschak gesprochen haben, natürlich Luke Skywalker, die Rolle von ihm, habt ihr Rollen, auf die ihr immer wieder zurückkommt? Oder müsst ihr euch durchsetzen bei den Schauspielern, dass ihr doch konstant die Schauspieler sein möchtet? Ja, also es ist mittlerweile finde ich auch ein bisschen schwieriger geworden, wirklich auch bei seinen Schauspielern zu bleiben. Ich hatte jetzt auch schon, dass ich dann halt bei echt langen Serien mit Schauspielerin gesprochen habe und dann kam ein Film und ich dachte schon, yay, aber dann wird auch trotzdem wieder bei anderes genommen. Also es wird auch nicht nachgeguckt, man teilt trotzdem irgendwen. Ja, der dann vielleicht gleich vielleicht auch verfügbar ist oder sowas, durch diesen ganzen Zeitdruck ist halt auch so, wir machen das jetzt eben auch für dich. Mhm. Also halt echt schade mittlerweile dann da so Schauspieler zu finden, bei denen man auch bleiben kann, teilweise. Und es ist ja auch so mittlerweile, dass man im Gegensatz zu früher seine quasi Szenen einspricht. Oft ist es so, und dass man ganz alleine da ist, die einzusprechen. Genau. Habt ihr beide die Zeit noch miterlebt, wo man wirklich in einem Ensemble einspricht? Ja, wir haben ganz viel zusammen gesprochen. Ja. Also einfach viel schöner, du kannst viel besser miteinander spielen, auch die Szene ist ein bisschen natürlicher, weil du halt mehr reagieren kannst, du kannst von anderen lernen, das schon länger machen, du kannst halt auch mal quatschen. Also wir alle kennen uns ja schon ewig und mittlerweile siehst du dich irgendwie auf dem Flur, hallo, tschüss und das war's. Ja. Also ich finde es echt schade, dass mittlerweile das so geworden ist, dass man nur noch einzeln aufgenommen wird. Ja. Also gibt es kein irgendwie Weihnachtstreffen der Synchronsprecher, um mal wieder zusammenzukommen? Man versucht es schon. Im privaten Kreis. Ja, dass man irgendwie mal so sagt, man so eine Synchronparty oder sowas und man trifft sich mal. Das ist halt natürlich schwierig, gerade bei der Menge an Leuten, die es dann dazu gibt. Ich habe hier noch ein paar Fragen aus dem Chat. Und zwar, ist so ein Event wie die Comic-Con sehr ungewohnt für euch? Na, ich finde es total spannend, weil wir ja sonst nie dieses direkte Feedback von den Fans kriegen. Ne? Und so hört man vielleicht mal von der Redaktion, ja, ist geil geworden, habt ihr schön gemacht. Aber wenn dann so die Fans sagen, so, das war so toll da drauf, keine Ahnung, das ist schon auch nochmal was anderes. Aber es ist natürlich ungewohnt, weil wir haben ja normalerweise, wir werden ja nicht so erkannt. Ja. Und dann ist das hier natürlich was ganz Besonderes. Genau, das ist nämlich auch noch eine Frage. Und zwar, erkennen eure Freunde eure Stimmen im Alltag? Ich weiß jetzt nicht genau,
wie das gemeint ist, also wie im Alltag. Ob man uns erkennt, wenn sie es hören. Irgendwie ja, also wahrscheinlich. Ja. Eher selten. Also wenn man dann mal gesagt hat, man spricht irgendwo mit oder sie gucken sich explizit deswegen an, dann ja, aber ansonsten ist es für die meisten einfach schwierig, das so abstrakt zu sehen. Man sieht die Person mit einer Stimme, aber kann ja nicht so abstrahieren. Ja. Dieses, aber die Stimme gehört zu jemandem ganz anders. Also das ist eher selten. Und das ändert sich ja auch noch ein bisschen dadurch, dass man ins Mikrofon direkt reinspricht oder dass es hier raushallt von der eigenen Stimme, oder? Ist das, ist das kein großer Unterschied? Nee, ich glaube, das ist gar nicht so. Also das ist ja tatsächlich so, ich selber merke gar nicht, wie sehr ich meine Stimme verändere. Aber eine Schauspielerin, also Alexis Bledel zum Beispiel von Rory Gilmore, die spreche ich halt anders als eine Jennifer Carpenter von Dexter, weil die ja schon was ganz anderes mitbringen. Und diese Nuancen, die man da verstellt, an die man sich annähert, das kriegt man so selber gar nicht so mit, das hört man aber ganz deutlich. Und es gibt auch, also ich habe das schon öfter erlebt, dass mir Freunde geschrieben haben, so, hast du da und da mitgesprochen? Ich so kurz überlegt, wie heißt der Film? Ja, ja, doch, meistens gucke ich danach. Ja, ja, doch, habe ich. Ja, ja, mein Mann hat dich gerade erkannt. Ich so, oh, okay. Hast du in Handmaid's Tale, hast du sie da auch gesprochen? Ja. Ja. Okay, habe ich mich nicht verraten. Das habe ich gar nicht erzählt. Ja, weil das haben wir letztens erst durchgebinged. Das ist eine super coole Serie. Ja. Ich freue mich auch sehr auf die Ist man dann auch selber an der Serie interessiert, wenn man die einspricht und die Rolle spannend findet? Zum Teil ja, auf jeden Fall. Also es gibt Serien, die fand ich so cool, die habe ich dann halt auch zu Hause gesehen. Auf Deutsch oder Englisch? Auf Deutsch. Ja, ich habe eben noch in einem anderen Interview erzählt, dass ich gerne original gucke. Also. Nein, aber Handmaid's Tale haben wir auf Deutsch geguckt. Ja, ich muss ja sagen, wir sind ja in einem Synchronland, wo alle Leute auch mit Synchronsprechern aufgewachsen sind und so sich an die Stimmen gewöhnt haben. Allerdings ist uns dann auch damals in einem anderen Interview aufgefallen, dass sich wahrscheinlich auch durch die Schnelllebigkeit und durch die andere Art der Produktion auch die Qualität heutzutage ändert, so dass man vielleicht aus einem Produkt in den 90ern ein viel besseres, bessere Synchronisation erwarten kann als heutigen Produkten. Wenn wir jetzt, Christi erwähnt immer wieder gerne die Rainer Brandt-Phase, wo alles geklüngelt wurde miteinander, aber das geht ja viel mittlerweile verloren. Also ich glaube, es ist tatsächlich zum einen dadurch, dass jetzt so viel und so schnell produziert werden muss, dass wir zum Teil gar nicht mehr die Zeit haben, ordentliche Bücher zu schreiben, ordentliche Texte im Atelier zu erarbeiten. Und andererseits ist es aber auch so, dass inzwischen können ja viel mehr Leute richtig gut Englisch. Das heißt, wenn du bei Netflix dann umschaltest und es im Original hörst, denkst du dir gleich, aber das ist doch ganz anders, das erzählen die ja was ganz anderes. Also man merkt auch viel eher, dass es vielleicht nicht ganz dem Original entspricht oder dass es anders gespielt ist, vielleicht nicht ganz so gut. Ich denke tatsächlich, dass wir nicht mehr genug Zeit haben zum Teil und das ist echt schade, weil es viele schöne Produkte gibt, wo man sich gern mehr Zeit nehmen wollen würde. Ja, aber es ist ja auch nicht einfach nur sprechen, so wie sich das manche Leute vorstellen, sondern man schauspielert in dem Moment ja auch richtig. Man muss sich wirklich in die Rolle hineinversetzen und natürlich auch die Emotionen rüberbringen, weil mit der Stimme kann man so viel ausdrücken. Ja. Ich glaube, das ist ja unser einziges Werkzeug. Genau, und das ist manchen Menschen aber vielleicht gar nicht so bewusst. Und ich finde das immer ein bisschen schade, wenn dann gerade wird ja nur so eingesprochen, so nee, es ist halt einfach ein bisschen mehr. Ja. Wie funktioniert das eigentlich bei Synchronsprechern mit dem Casting genau? Gibt es dann irgendwie einen Castingaufruf für irgendwelche Serien oder geht ein Casting-Director mittlerweile hin und sagt, ja, deine Stimme wird gut zu der einen passen, deine Stimme zu der Alexis Bledel? Ist das eher so, dass ihr angesprochen werdet oder geht ihr in ein Casting rein? Nee, also meistens, wenn, also wir machen ja auch beide Regie, wenn wir dann ein Projekt kriegen, neues, und es gesagt wird, für die Rollen müsst ihr casten, dann überlegen wir uns pro Rolle drei Leute, die dann kommen und die irgendwie bestimmte Szenen einsprechen und dann entscheidet im Endeffekt der Auftraggeber, welche Rolle er als am passenden findet. Wir können auch sagen, also für uns wären die und die Favoriten, aber letztendlich entscheidet es dann der Auftraggeber. Aber in der Regel gibt es kein offenes Casting. Nein, ich kann nicht sagen, oh, ist ja eine geile Serie, da will ich mitsprechen. Also könnte ich vielleicht sagen, aber wird eigentlich nicht so gemacht, also schon andersrum. Wenn ihr die Wahl hättet, wen würdet ihr denn gerne mal sprechen? Du zuerst. Nee, ich wollte nur mal nachdenken. Es gibt jetzt gar nicht so
so die eine Rolle. Oder machen wir es mal umgekehrt. Wenn ihr die Wahl hättet, ein altes Produkt neu zu vertonen, das ist zwar immer oft verpönt, wen hättet ihr denn gerne von Schauspielerinnen in ihrem jungen Alter, beispielsweise Helen Mirren oder sowas, gesprochen? Audrey Hepburn hätte ich total gerne gesprochen. Okay. Die finde ich geil. Bestimmt. Also die Klassiker. Ja. Das war von den Klassikern, wo es echt noch so eine andere Spielweise ist, so eine andere Zeit. Das ist ja cool. Habt ihr denn eure Pendants schon treffen können? Hier? Nein, noch nicht. Ich warte schon dann noch. Tori DeVito ist ja leider nicht da, die hätte ich gern getroffen. Ja. Ja. Nee, Ashley Benson, wir waren kurz unten vorhin, als sie das Interview auf der Bühne hatte. Aber wahrscheinlich darf ich sie dann morgen treffen. Oh, das ist noch ein bisschen viel. Ja, darauf warte ich auch. Das ist sehr cool. Ja, absolut, weil wir haben echt so gut wie nie die Gelegenheit. Ja, sowas. Weil das sowas ist irgendwie nochmal so was ganz Besonderes, glaube ich. Ja, ja, absolut. Also es ist für mich auch das erste Mal, dass ich jemanden treffe, den ich dann auch gesprochen habe. Ja. Und das ist schon was echt Besonderes. Ich hoffe, du kannst ihn noch treffen morgen. Ja, es wurde mir gesagt, morgen darf ich. Ja. So, wir haben für alle Gäste, die hier sind, die Wahl oder die Auswahl, was sie sich mitnehmen möchten. Entweder, ich meine, ihr braucht euch Haribo, deutsches Haribo, gar nichts zu sagen. Bei den amerikanischen ist es immer sehr beliebt bei den Stars. Ja, aber wir haben zum Beispiel hier auch einen wunderbaren Kräuterlikör aus Düsseldorf. Auf den nehme ich. Sehr beliebt. Eindeutig aber auch. Vielen Dank. Cool, ja, danke schön. Ja, cool, hat Spaß gemacht. Ja? Ja, vielen und, Dank. Und eine letzte Sache, weil das haben heute bei uns alle gemacht. Dafür muss ich... jetzt kommt was. Dafür seid ihr auch prädestiniert. Aber die können auch Deutsch. Ihr könnt auch Deutsch, für euch ist das kein Problem, deshalb werdet ihr die Perfekten zwischen den anderen sein. Kleinen Moment, ich bin super vorbereitet. Mit seinem neuen Handy, damit ist er gerade erst. Genau. Vielleicht O Tannenbaum singen. Was singen? O Tannenbaum singen. Oh Gott. Ich habe hier extra den Text für euch. Mal. Du singst und ich mache richtig synchron. Ihr könnt euch eine Strophe aussuchen. Wir haben bis jetzt so ungefähr diesen oberen Teil. Na dann die letzte. Ja? Ja, klar. Habt ihr das mit den Rechten geklärt? Ich, ich glaube, das ist sogar GEMA-frei, dieses Lied. Weil schon so alt ist. Ja. Okay. Ich verlasse mich auf euch. Okay, los. Wie es euch am besten passt. Ach, gerne. O Tannenbaum, o Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. War nicht ganz so gerade, aber... Jetzt wissen wir auch, wie die... Oder sind ja auch keine Noten dabei. Hättet ihr als Gilmore Girls anders gesungen? Nee. Nee? Nee, die waren ja zum Glück nicht so musikalisch. Okay, ja, dann vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Ja, danke euch. Ja. Ihr habt heute noch einen schönen Tag und viel bestimmt. Spaß auf dieser Convention. Vielen euch auch. Dankeschön. Ja, viel Spaß noch. Cool. Danke. Jo. Und bis gleich. Ciao, tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.